Es ist Herbstzeit, die Knollen sind aus dem Boden, Paprika und Tomaten sind lange abgeerntet. Bei mir gibt es heute Kartoffelgulasch. In meinen Kartoffelgulasch kommt als Besonderheit nicht nur die Zitrone des Nordens in den Topf, wie sie gern bezeichnet wird, weil sie einfach reich an einer Menge Vitamin C ist. Und für den oberleckeren Geschmack Süßkartoffeln, die halt schön lieblich sind. Für den schönen, kernigen, erdigen Geschmack kommen getrocknete Steinpilze mit in mein Essen. Dazu geröstete Paprika. Für anständig Krach im Essen haben wir rote Zwiebeln, Knoblauch und eine schöne Chili. Und oben auf unser herrlich leckeres Gulasch kommen noch schön frisch gebratene Kräuterseitlinge. Kracher. Und dann werden wir uns zwei, drei Geschichten schon mal vorbereiten. Und zwar schneiden wir uns jetzt die Zwiebeln in schöne kleine Würfel, Knoblauch ebenfalls. Ich achte darauf immer, wenn ich Chili verwende für die ganze Familie, dass die rot ist und relativ groß, weil je größer die Chilischote, umso milder ist sie. So, jetzt schneide ich mir die Kartoffeln und die Süßkartoffeln in circa 1,5 cm große Würfel. Darauf wirklich immer achten, dass man ein schönes scharfes Messer in der Hand hält, weil mit einem stumpfen Messer ist die Verletzungsgefahr viel, viel größer. Und rein damit. Mmh, das riecht schon oberlecker. Knoblauch, Zwiebeln und Chili sind jetzt schön angeschwitzt. Jetzt kommen die getrockneten Pilze dazu. Das ist übrigens eine Sache, wenn eure Kinder darauf Lust haben, holt die mit dazu. Die können die Pilze nehmen, ausfrieren und reinmachen. Macht auf jeden Fall mega Spaß, eine schöne, schlotzige Angelegenheit. So, die werden jetzt anständig mit angebraten. Dass schön die Röstaromen von den Pilzen mit nach oben kommen. Jetzt ist Zeit für die Kartoffeln und Süßkartoffeln, die jetzt ebenfalls mit einer Prise Salz dazufliegen. Einmal schön durchgeschwenkt. Der Herd sollte jetzt auf volle Kante stehen. Die Kartoffeln von allen Seiten schön anbraten, dass auch ebenfalls da die ganzen Röstaromen rauskommen. Ein Esslöffel Worcestersoße mit dazu. Drei Esslöffel Sojasauce. Und 100 Gramm Tomatenmark. Hier ist es auch wichtig, dass es richtig schön bei voller Hitze mit angebraten wird. Und während unsere Kartoffeln jetzt noch mehr Geschmack bekommen, mache ich mich schon mal daran, die Paprika und Tomaten fertig zu machen. Bei mir kommt das mit an den Gulasch, dass wir einfach noch eine schöne fruchtige Note mit dran haben. Und außerdem noch eine anständige Packung mehr an Vitaminen und Nährstoffen. Jetzt kommt noch 1 Liter Gemüsebrühe dazu. Die mache ich einfach hier direkt im Topf, das heißt 1 Liter Wasser und 1 Esslöffel Gemüsebrühepulver. Dazu kommen 2 Esslöffel rotes Paprikapulver, 1 Esslöffel Majoran, typisch für Gulasch. Die gerösteten Paprika, die habe ich hier aus dem Glas. Eine wunderbare Geschichte, man kann die natürlich auch selber rösten. Zack und Deckel drauf. Jetzt widmen wir uns noch fix den Kräuterseitling. Der wird jetzt einfach nur in feine Streifen geschnitten, in Olivenöl erhitzt, nachher mit Zitronensaft abgelöscht, dass es nochmal so ein richtig schönes, frisches Aroma bekommt. Pfeffer und Salz drauf, fertig ist der Lack. Unser Gulasch besteht übrigens rein aus Gemüse, ist rein pflanzlich. Er steckt voller Vitamine, Proteine und guter, gesunder Nährstoffe. Das heißt, es ist nicht nur gut für unseren Körper, sondern auch für die Seele, so wie wir es alle von früher, von Oma oder von Mutter her kennen. Ein absolut leckeres Gericht. Moin moin, Alex hier. Ich zeige euch heute meine Variante vom ungarischen Kartoffelgulasch. Beim Kartoffelgulasch denkt ja nicht jeder sofort daran, dass es vegan sein könnte. Meine Variante ist vegan, was ich euch heute hier zeigen werde. In meinen Kartoffelgulasch kommen ca. 2 Kilo Kartoffeln, ungefähr 1,5 Kilo normale Kartoffeln, 1/2 Kilo Süßkartoffeln, 4 rote Tomaten, 4 Frühlingszwiebeln. Wir haben hier eine gelbe und eine grüne Paprika, dass wir nachher auch verschiedene Farben in unserem Gericht haben. Wir haben eine Chilischote, 3 Knoblauchzehen, 2 Esslöffel rotes Paprikapulver edelsüß. Wir haben nachher 1 Liter Brühe, das Brühepulver steht schon da vorne, 1 Esslöffel Majoran, 15 Gramm getrocknete Steinpilze, die ich bereits schon eine Stunde lang im Wasser eingeweicht habe. Wir haben geröstete Paprika, nachher für einen anständigen Bums in dem Essen. Abgeschmeckt wird das Ganze nachher mit Worcestersoße, Sojasauce, Pfeffer und Salz und ganz zum Schluss mit pflanzlicher Sahne verfeinert. Die Kartoffeln habe ich vorhin schon in ca. 1,5 cm große Würfel geschnitten und jetzt mache ich mich daran, das restliche Gemüse klein zu schneiden.
Das Schöne an so einem Kartoffelgulasch, dass es wunderbar auch unter die Arbeitswoche passt, weil wir alles im Endeffekt in einem Topf haben. Wir haben bloß ganz kurz ein bisschen was am Gemüse hier rumgeschnippelt. Nicht wirklich viel. Kommt nachher alles in den Topf hinein. Blubbert im Endeffekt seine halbe Stunde durch als Gemüse und haben wenig Arbeit damit. Wie bei den meisten Gerichten beginnen wir damit, die Zwiebeln, Knoblauch und Chili in Öl anzuschwitzen, dass wir nachher ein schönes Röstaroma haben. Wenn die Zwiebeln und Knoblauch und Chili schön angeschwitzt sind, kommen jetzt die Steinpilze hinzu. Die Steinpilze mache ich an dieses Essen ran, weil die einfach so ein ganz besonderes, leckeres Aroma geben. Oh, riecht schon geil. Richtig lecker. Kommt schön das Aroma von den angeknusperten Pilzen schon hoch. Jetzt kommen die Kartoffeln dazu und lassen die auch noch ganz kurz mit anrösten, dass sie leicht braun werden. Was wirklich wichtig ist, dass ihr das Gemüse wirklich scharf anbratet, dass wir da wirklich richtig, richtig leckere Röstaromen bekommen und nicht einfach nur so ein fades, leicht gekochtes Gemüse, das würde mir auch nicht schmecken. Deswegen einfach mit ein bisschen Geduld hier in der Pfanne, dass das alles ein bisschen leicht angebräunt ist, weil erst dann haben wir wirklich nachher einen richtig kernigen, leckeren Geschmack. Wenn die Kartoffeln schön angeknuspert sind, kommt jetzt das Tomatenmark hinzu, ein großer Schuss Sojasauce und ebenfalls ein großer Spritzer Worcestershire-Soße. Aber schade, dass ihr das nicht riechen könnt. Das riecht schon so oberhammergeil und sieht total lecker aus. Wenn das Tomatenmark richtig schön angeknuspert ist, circa 2-3 Minuten, kommt jetzt die Paprika und die Tomate dazu. Jetzt sind wir mit unserem leckeren Gericht auch schon so gut wie fertig. Wir fügen jetzt nur noch ein Liter Wasser hinzu, die Gemüsebrühe, Paprikapulver und das Majoran. Und zu guter Letzt die gerösteten Paprika. Und Deckel drauf. Mein Gulasch ist ja circa 25 Minuten durchgezogen, hat leicht geköchelt. Das heißt, jetzt kommt das Finish. Riechen tut schon oberlecker. Circa 100 Milliliter pflanzliche Sahne, die jetzt noch rankommt. Rühren die ganze Geschichte noch einmal durch. Und fertig ist der Lack. So, die erste Portion Kartoffelgulasch ist wie immer meine. Wie ihr gesehen habt, ratzfatz, alles in einem Topf. Keine große Arbeit. Und ganz ehrlich, wenn man sich mit sowas zum Feierabend belohnen kann, also was will man mehr? Guten Appetit! Lecker!